Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Diablo 3, Rückkehr der Zombiehunde. Und mit mir dabei wieder der Oberzombiehund Quillraven. Hallo. Mit seinen Spinnen und was da alles, Fledermäusen, die da Gift scheinbar verströmen. Sieht ja ultra krax aus. Also, sieht richtig geil aus. Schon, gell? Boah, du hast irgendwelche Diskus zum Werfen. Diskus, Disco, Party, Party. Disco, Bogo. Düngelingeling. Also mein... Auf geht's! Mein Hammer hat sich irgendwie verändert. Oh, ein Treasure Goblin. Mein Hammer also ist nicht mehr dasselbe. Oder was, der Kreisende? Ja. Wo ist denn der Treasure Goblin? Was denn? Ich hab's gleich gehört, gerade. Und da ist er, schau. Ich komme. Ja, und wir suchen aktuell den Zoltan Kul. Also für den Zoltan Kul suchen wir da so ein paar. Was suchen wir da eigentlich? Herz und sowas. Also so ein paar Innereien. Schon wieder was Goldenes. Leckere Innereien für den Zoltan. Der mag sich ein gutes Abendessen machen. Stimmt das so? Achso, das ist für mich. Ja, na genau, wir suchen da die Teile von dem Zoltan Kul, weil wir wollen den wiederbeleben, um den geilen sowas, genau. Danke. Schwarzen Seelenstein wow. zu basteln, das was nur er weiß, um die gewaltigen Übel wieder einzusperren, nämlich den Asmodan, den Belial, den Andariel, den Duriel, den Diablo, halt alles, was irgendwie so Böses auf der Welt gibt, das wollen wir halt schon wieder einsperren. Mephisto und Baal, hast du ganz vergessen. Ja, genau, einfach alles. So, was hab ich, jetzt habe ich irgendeinen Speer gehabt, der was irgendwann eine von meinen Fähigkeiten die Mana-Kosten reduziert. Geil. Ich glaube, Zombie-Charger, das da, das machen wir jetzt einfach. Boah, das habe ich noch nicht. Das passt gut zu dem Governor von Walking Dead, Zombie-Charger. Zombie-Winterbären. Was soll das? Das ist ja mal geil. Das habe ich euch ja vorenthalten, liebe Zuseher, ich Sau. Hätte ich das mal gewusst? Na echt. Jetzt renne ich einfach immer in die Gegnermassen rein und eliminiere sie mit Winter-Zombie-Bullen. Oh. Verbrennt im Licht. Verbrennt im Licht. Aber dann darf man das auch austauschen mit dem Dart, weil da kriege ich 50 Mana pro Schuss. Das habe ich auch noch offscreen gesehen. Und eh schon wieder Level Up. Das geht ja da ratzfatz, bam, geht das einfach dahin. Mhm, command all of your zombie dogs to charge the target at the same time, each dealing 1300 damage. Aha, das ist so ein Boss-Vernichter, was? Das nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Ja, also diese Winterhunde passen ja perfekt zu den Jahreszeiten. Noch nicht bereit. Ja, momentan, genau, es ist tiefster Winter in diesem Tirol, wunderschöne Winterlandschaft momentan, es ist unglaublich geil. Da haben sogar wir ein bisschen was abbekommen, ein bisschen Winter. 20 cm Neuschnee, ich war gestern spazieren, war lauter schön. Hast Fotos gemacht? Dabei die Leiste verletzt beim Gehen, aber... Ernsthaft? Mein Gott. Ja, nein, aber wirklich, man wird alt. Leichte Schmerzen gehabt. Okay. Jetzt höre ich dich wieder gar nicht. Okay, jetzt geht's wieder. Magst du die Leistengeschichte nochmal erzählen? Nein. Die machst du jetzt nur auf meinem. Okay. Diese megamäßig spannende Schmerzgeschichte. Oh, schau, da ist schon was. Das Blut. Noch nicht. Und ein Tagebuch. Archive gefunden. Sie waren merkwürdig fehl zum Anfang. Aber Kul hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Kul hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren, und doch müssen wir vorwärts schreiten.
Ernsthaft? Endlich habe ich das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Horadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine beeindruckende Schöpfung, aber ich bin sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nein, nicht wiederholt, verbessert. Mein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen vieler Dämonen zu enthalten. Vielleicht sogar die von Engeln. Geil. Wie, noch eins oder was? Okay. Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinzahl durchsickerte und die Zakharum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Jetzt wurscht mich aber. Nein, das kann's mehr. Drei in Folge. Aber da muss ich jetzt sagen, weil wir jetzt letztes Mal probiert haben, über die Story zu reden, ich finde die Geschichte jetzt da um diesen Soltum-Kult zum Beispiel, finde ich wiederum geil. Also den Teil da, den mag ich ganz gern von der Story her, mit die Teile suchen und ihn wiederbeleben und den komischen Seelenstein finden und keine Ahnung, was soll das. Das finde ich eigentlich ganz geil gemacht. Das ist halt so... Oh Gott. Ist das nicht eher wie in Diablo 2? Da war es ja auch mit den Teilen suchen. Ja, aber da hat man nie was wiederbelebt, oder? Okay, das nicht. Da war, glaube ich, im Akt 3, oder? Da hat man mal irgendwelches Augen und das sie was ausgeholt für den komischen Flegel, damit man zum Mephisto kommt. Und im Akt 2 war da nicht irgendwas? Da war auch was zum Sammeln. Es ist halt so okay. Bisschen eine andere Story, aber halt auch wieder mit dem Sammeln und so weiter. Ihr merkt schon, ich bin heute ein bisschen im Nörgeln. Bisschen Nörgeln-Modus. Ich find's halt so lustig, wie sich die halt total leicht auf der Nase rumführen lassen. Eigentlich die Charaktere, das in jedem Diablo. Immer dieses Gutgläubige, ja, na, das wird schon so sein. Ja, wenn wir den wieder zusammensetzen müssen, der klingt jetzt so ein bisschen grimmig und unsympathisch und schwärzt uns da an und sagt, wir sind unfähig, aber wenn er sagt, wir sollen ihn zusammensetzen, machen wir das mal. Wir das schon recht Moment. Haben. Hast du das da auch? Da ist ein Buch. Oh ja. Elendes Pack. Ich habe keine Zeit für eure Ausflüchte. Chaldeum steht kurz vor... In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Ich kann es spüren. Jetzt hat's mal meinen Dialog abgebrochen, aber ich wollte eh weggehen. Weil das kann man irgendwie nochmal aufrufen. Und zwar, Moment. Bei... Unbedingt. Schwess und Schonale. Schonal... Und das letzte, glaube ich, ja genau, das hoffen wir uns jetzt an. Bei dir fertiger? Ich hab's mal gar nicht angehört. Okay, ja, da geht's um Belial. Oh Gott. Ja? Ah, es geht um Belial, der was halt da sagt, dass die Leute da jetzt Soltum Krulls Kopf holen sollen und den schwarzen Seelenstein, den was wir gerade probieren irgendwie zu machen eben mit ihm. Und ja, er weiß irgendwie anscheinend von den Plänen und wir erfahren da halt. Aber jetzt geht's der eh weiter. Buch Teil 2. Danke, Susi. Ich glaube, dass ich mit diesem Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. Unfassbar einfach, ja. Schatz-Dude, auf ihn! Er ist ja, glaube ich, so ein megamäßiger Neferleben, glaube ich, ist es ja. Ist ja Soltum Krull. Und wir ja anscheinend auch, und das ist anscheinend so eine lordermäßige Menschenrasse. Der Schatz. Hat er sich wegteleportiert? Übrigens... Nein, ist gestorben. Ah, der Schatz-Dude, der kann manchmal, wenn er stirbt, eben so ein Portal hinterlassen.
Und das haben wir lustigerweise auch, wo wir diesen Adventure-Modus zu zweit gespielt gehabt haben. Da haben wir dieses Portal gekriegt und haben das dann betreten und es war mega geil. Ja. Da kriegt man unendlich Gold. Das ist irgendwie relativ cool gemacht, da von der Atmosphäre her. Am Ende lauert so ein Boss, wo man nochmal ein paar Gegenstände kriegt. Ziemlich geiles Gebiet. Was ich mal gehabt habe, ist, dass sich der Schatzdude auch klont und dann mehrere rumlaufen. Das man dann mal killen muss. Immer aufsplittern in drei. Aber ich weiß gar nicht, was dann passiert, wenn man alle killt. Ich glaube, man kriegt einfach nur mehr Items. Ich glaube, alle habe ich dann nicht geschafft, weil die eben in alle verschiedenen Himmelsrichtungen sich dann immer mehr aufsplitten. Ja. Gar nicht so easy. Ah, die Feuerketten. Die haben einen coolen Effekt, finde ich. Sehen mega episch aus. Mega. Na, also zur Story zurückzukommen, ist halt lustig, dass man halt dann dem, quasi dem folgen, der halt total skurril ist und dass man den versuchen, da wieder zusammenzusetzen. Also ein bisschen naiv sind sie irgendwie so quasi. Oh, man hat gehört da, dass das halt jetzt der schwarze Seelenstein, das braucht man unbedingt. Und zack, wird schon nach dem gesucht und das gleich geholt. Würde Deckard Cain noch leben, was würde er von diesem Unterfangen halten? Wir werden es nie erfahren. Ist halt wie Diablo 2 mit dem Dude, der da einfach den schwarzen Wanderer verfolgt, wo man eigentlich nie weiß, wer er ist, dieser Marius. Der komische Sandler da, ja. Ja, der dann am Ende auch alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Weil ihm einfach einer sagt, ja, gib mir den Seelenstein. Das war ja der Baal, der sich da verkleidet. Und sagt, gib mir den Seelenstein und wir werden alles beenden. Alles Schlimme. Ja. Und so einem Mann in Kapuze würde ich das einfach mal anvertrauen. Wird schon der Richtige sein. Aber wofür war der eigentlich da, dieser Marius? Hat er irgendwann. War ich glaub, irgendwie berühmt? Der war nur da, um es zu verkacken, oder? Echt, war nur für das da. Vielleicht eben. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir die Bücher lesen, um das mehr zu verstehen. Aber ja, weiß ich auch nicht mehr, warum der war oder ob der irgendwie besonders war, den Diablo 1 vielleicht sogar vorkommen ist. Vielleicht gibt es da irgendeine Bewandtnis. Vielleicht ist der total wichtig. So viel zu, die Story wird gut präsentiert. Eigentlich das überhaupt keine Ahnung von der Story. Das war Diablo 2, da sind wir jetzt in Diablo 3. Man darf jetzt letztens erfahren, wie viele Kreuzritter nach Osten und Westen gezogen sind. Dafür hätten sie eigentlich eine geile Sequenz machen sollen. Ja, wo man das sieht, wie sie einzeln da entlang reisen. Und wir haben auch einiges über die Aquäduktsysteme von Chaldeum erfahren. Das hat mich auch schon immer interessiert. Was sie schon immer wissen wollten, so ein Reiseführer. Ja, woher haben die ihr Wasser? Wie können die da überleben? Die haben Brunnenwasser nämlich dann erst später in die Häuser gekriegt. Das war nicht von Anfang an einfach vorhanden. Ach so? Echt? Solche Details erfahrt man da im Spiel. Hui. Das ist halt da, wie sagt man denn, Lore, genau. Mind ist gleich blown. Ja, mindestens. Ich glaube, ich kann halt gar nicht mehr schlafen mit diesen Informationen. So, muss man schon wissen, wenn man dorthin auf Urlaub fährt. Wenn man sich dann wundert, warum man kein Wasser hat. Das haben wir einen Explosive Zombie Dog. Okay, schauen wir uns an, was das ist. A Dog. Who let the dogs out? Okay. Aha, also die was da. Also so mit allen Skills bin ich jetzt noch nicht so happy. Vor allem was mit den gesegneten Hammern gerade passiert ist, ist komisch. Weil das sind die gesegneten Hammer, die ich gerade verwende. Und das schaut ja gar nicht mehr nach gesegneter Hammer aus, oder? Wenn man ziemlich gerade ausfliegenden Diskus-Dinger da, nein. Hat damit ja gar nichts mehr zu tun. Überhaupt nicht, ne? So. Jetzt redet er, oder? Wieder mal. Was ist denn da passiert? Er labert gar nicht. Ja, was ist da los? Okay, ich glaube, die Archive, die haben wir eh gefunden. Das war, glaube ich, das Gebiet links oben, wo davor jetzt nichts war. Da gehen wir jetzt einfach rauf. Einen gelben Pflegel, glaube ich, wie jetzt, glaube ich. Jetzt redet er. Am östlichen Ende der Tosslosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Ganz nah sind wir anscheinend schon.
Der hat wieder ein Hangover gehabt, glaube ich. Der sucht alles von seinem Körper. Ja, das haben ihm ja die Dingens da, die... Wer war es eigentlich? Die Horatrin, glaube ich, haben sie aufgesplittet. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Es ist schon aktiviert, du Depp. Aber echt? Was macht er jetzt? Jetzt haut er wieder ab. Er lacht einfach. Wir gehen mal rein. Oh, klingt doch sehr vertrauenswürdig. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Sehr spannend. Ja, na das finde ich wirklich tatsächlich eigentlich ganz cool gemacht. Vor allem atmosphärisch halt eben auch sein Gebiet. Finde ich einfach cool. Ja, das ist nett. Oh Gott. Sieht aus, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen. Kaiser Hakan, was macht ihr denn hier? Gut, alle sind hier. Ich komme, um euch mitzuteilen, dass ich Belial gefunden habe. Na, du hast schon abgebrochen, du Sau. Huch. Und jetzt? Jetzt wissen wir nicht, was wir tun sollen. Hoppala. Okay. Hakan labert irgendeinen Schrott. Hinter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Nehmt die Fiolen, die ihr gefunden habt, und aktiviert mit ihnen die Relikte. Boah, schade, haben wir jetzt die Mega-Infos erhalten. Er kann sich deshalb zu uns teleportieren, weil er von irgendeinem Visier das Amulett geklaut hat. Vertrauen die Dialoge abbrechen? Nee, diesmal nicht. Beim letzten Mal schon. Do you ever think about what Alaric says, that you are Nephilim? Und zack, abgebrochen. Okay. Jetzt haben wir da irgendwie nichts erfahren. Und sicher deine Zombie-Hunde. Labert die gerade mit dir? Ja. Aha, was sagt sie denn? Erzähl doch mal. Ja, na. Also keine Ahnung, wir haben jetzt da glaube ich irgendwie ein paar so Sequenzen verloren. Vielleicht kann das Spiel so viel Dialoge selbst auch schon gar nicht mehr verarbeiten, wie wir da was kriegen. Es geht jetzt auf jeden Fall irgendwie darum. Engel sind nicht also, besser als Dämonen. Wusstet ihr, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, die gesamte Menschheit zu vernichten? Nur eine Stimme hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Tyrael. Boah. Was auch immer er noch sein mag, er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Ja, da geht es jetzt irgendwie darum, man hat jetzt nur, glaube ich, von Soltum Kull erfahrt, dass man sehr nahe ist, ihn wiederzubeleben. Und jetzt gibt es aber nur so zwei finale Schlossmechanismen oder sowas, damit man ihn irgendwie befreien kann, und den müssen wir jetzt da eben halt nicht also deaktivieren und nachher ist so weit. Und die Stimme, die wahrscheinlich den Unterschied gemacht hat, das tippe ich jetzt mal auf Tyrael. Ja. Könnte das sein? Man weiß es nicht, gell? Da finde ich den Hintergrund von der Map relativ geil, da den komischen Gewitterwolken, ja, und Steine und irgendwas. Das ist schon, muss man sagen, gell? Die roten Blitze da. Also, wie gesagt, von der Präsentation ist es schon echt schick. Von den Leveln her. Auch von den Gegnern. Aber die Story. Ja, wobei das halt vielleicht ein bisschen schwierig ist mit der Story, weil, was man auch sagt, wir beide sind ja jetzt nicht mehr da die jüngste Generation der Zocker. Wir kennen schon recht viel. Und es ist schwer, uns da begeistern mit irgendwas. Einmal du mit deinen 19 Jahren, okay. Und so zu sterben. Vor 200 Jahren machen sich die Kreuzritter mit ihren Knappen ins Sumpfland im Osten auf. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Bis heute. Ah ja, na jetzt bin ich cleverer. Hast du ein Buch gehabt, oder was? Ja. Ja, wenn ich nicht glaube, jemand, du sagst Maul, weil ich gesagt habe, du bist älter. Maul! Tut mir leid.
Ist echt komisch, dass manche Bücher nur für dich sind und andere wieder nur für mich. Als würde da jetzt super geheime Informationen drinnen stehen, ja, die sonst keiner wissen darf. Kriegst du eigentlich so Bücher über den Witchdoktor, damit du da bist? Nein. Der ist einfach uninteressant. Interessiert keine Sau. Der Kreuzritter, der ist interessant. Das wollen die Leute wissen. Noch nicht. Der Sidecut. Die haben doch eh vorher irgend sowas gesagt, oder? In einem Storybuch. Der Kreuzritter und sein Kompagnon oder sowas. Ja, der Begleiter. Um ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. Oha. Was Goldenes. Echt? Okay, und da wieder massig Bücher. Legendäre Armschienen. Die gar nicht so legendär sind. Na toll. Hm. Was denn? Max steht jetzt. Lies mal, was da unten steht. Wall of Death. And can be cast out of 3 times 2 seconds before the cooldown begins. Was ist jetzt da so schlecht dran? Nein, die sind für dich. Steht nur Hexendoktor. Ah, das steht bei mir gar nicht da. Fähigkeit für vielleicht, dich. Weil ich ja Hexendoktor bin, okay. Mhm. Na, magst du es haben? Ich lass fallen, ja, da. Ja, sehr gern. Dann höre ich mir das Buch an. Ja. Wir werden die Schattenschlösser mit Fiolen seines Blutes versiegeln. Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken, unter ewiger Bewachung. Ich kann nur hoffen, dass die Welt Kults Bösartigkeit nicht vergisst und dass sein Blut unangetastet unter den wehenden Sanden vergraben bleibt. Aha. Aha, ja, ich hab jetzt nicht wirklich zugekocht, weil ich damit Ausrüsten beschäftigt war. Ihr habt jetzt da was gedroppt, gell? Siehst du das? Oh, ja, danke. Und wer tun jetzt nice. Da das erste Schloss öffnen? Psch. Das schaut schon lässig aus. Extrem lässig. Da ist noch eine Schatztruhe, vielleicht ist noch was für dich dabei. Ich hab nur blauen Schrott. Ja, bei mir auch. Okay. Jetzt bin ich beim Überlegen, weil jetzt habe ich da von dir durch die Armschienen kann jetzt so ein Zauber 3-mal in Folge zaubern. Ui. Dass ich vielleicht jetzt da umsteig. Probier das jetzt mal beim nächsten Gegner rauszufinden. Mach mal das zweite Schloss aber schon an, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt dauert, aber an sich haben wir noch Zeit. Was ist denn das Fiepsen? Ist das irgendein Zauber von dir? Ja, ich glaube, das ist dieser Himmelsfuror, den ich darunter zauber. Himmelsfuror? Ah, schau, da ist das Portal. Und okay. Raus. Und jetzt gehen wir nur rechts rein. Lea steht dabei da und ja. Zum Glück läuft sie nicht mit. Denkt vermutlich über Deckard Cain nach. Über die weisen Ergüsse, die ihr Deckard zurückgelassen hat. Ja. Schatzgoblin. Noch nicht bereit. Hebt doch der Greis sperrt ein. Der flüchtet vor deinen Zombiehunden. Oh, ich sehe gar nichts. Achso, ist euch schon hin. Okay. Oh, Level Up. Wie der Greis einfach behindert ausschaut von deinen Hunden. Was sagt, dass du den dreimal so zaubern kann? Das ist der ultimative Megaschaden einfach. Und was machen die? Innerhalb von dem Kreis dann Schaden? Ja, eben, es sperrt Gegner ein und attackiert sie eben für physischen Schaden über Zeit. Aber den meisten Gegnern ist einfach egal. Ja, es wirkt irgendwie so, ja. Die rennen einfach durch. Da was Goldenes gefunden? Okay, ist besser als meins. Danke. Ich hatte einfach mir jetzt. So, geh mal rechts. Da schau, was ich für mich bekommen habe. Ja, ja, damit halt auch so siehst, was halt so gedroppt wird. Noch nicht. Ja, das Fiebs ist von dem Himmelsfuror. Furor.
So, aber irgendwie, der Wall of Death ist nicht ganz so geil. Wir gehen wieder zurück zu dem. Dann habe ich da Dutzende neue Fähigkeiten gekriegt. Okay, das haben wir nicht. Da haben wir mit Hex irgendeine Verbesserung. Na, weil du mich letztens auch gefragt hast, was ich cooler finde jetzt generell, ob Grim Dawn oder Diablo 3, da habe ich den Story-Modus noch nicht gekannt, also diesen Abenteuer-Modus. Und ich muss sagen, seitdem ich den kenne, taugt es mir schon sehr. Das hat was, gell, dieser Abenteuer-Modus. Ja, da habe ich eben auch einen Seasonal-Charakter erstellt für die 8. Saison. Und mit dem macht das schon echt Laune. Nachteil ist halt, dass der jetzt wieder umgewandelt worden ist zum normalen Charakter. Also hat so ein kleiner Dämpfer, wenn man gerade einen coolen Seasonal-Charakter hatte und jetzt quasi wieder einen neuen hochzüchten muss, um halt da die neuen speziellen Items halt zu kriegen, die es halt gibt. Ich weiß gar nicht, was diese Saison gibt. Letzte waren eben die Flügel oder Tentakeln, die der Simon da hat. Ja, und jetzt gibt es irgendein Pet, also so ein Begleitviech, was mitrennt. Wieder irgendein neues Charakterporträt halt eben, also so ein Frame da links oben, ja, so ein Rahmen. Gibt's auch wieder irgendein Set irgendwas oder sowas? Jawohl, ist glaube ich auch wieder dabei, ja. Ja, wie ist denn das Set eigentlich, was man da bekommen hat als Belohnung? Nein, ich benutze es nicht, das ist recht scheiße. Okay. Wie geil ist denn der Frosch mit der Zunge, siehst du das? Vorzüglich! Der Riesenfrosch? Ja. Okay. Ja, eben, der wird mir leider so komisch angezeigt, so transparent. Der holt mit der Zunge irgendwie Gegner ran. Okay. Schau. Dann schluckt er sie und spuckt sie wieder aus. Geil. Der spuckt die wieder aus? Ja. Noch nicht bereit. Mit, dann mit halbem Leben oder so? Ja, macht ein bisschen halt Schaden. Also ist irgendwie schwach vom Schaden. Ja, tauscht das jetzt eh wieder aus. Das müsste man halt beim Bossgegner machen. Diablo reinschlucken. Ja. Ja. Vielleicht geht das eh. Ah, ich glaube ja nicht. Alles geht. Also dieser Abenteuermodus, der macht schon ziemlich Laune, weil man da eben ohne immer wieder dieselbe Story erleben zu müssen, da einfach rumlaufen kann und einfach rumschnetzen kann. Kann man sein Hirn gemütlich ausschalten, irgendwie gemütliche Musik hören, wenn man da so Playlist anhört, was ich gefunden habe. Und das ist dann einfach total gechillt, da durchzulaufen und einfach Gegnermassen zu killen. Ich glaube, mein bester geil. Mein bester Killstreak war dann irgendwie 200 Gegner, geht sicher noch mehr. Das eben, also dieser Abenteuermodus ist ja das pure Gemetzel, das was eigentlich so Spaß macht halt eben an Diablo. Und dass man eben ein bisschen was ausprobieren kann halt eben, die ganzen Skills und so weiter. Diese Nephalim-Portale oder diese, was gibt's da noch, die Kopfgeldjäger. Dass Belial und Asmodan diese Vorfälle geplant haben könnten? So sehr wir es versucht haben, er ist einfach nicht tot zu kriegen. Sein verfluchtes Blut hält ihn am Leben. Er blutet Sand und sein Gelächter verspottet. Okay, dann machen wir das. Ja. Es bleibt nur eine Möglichkeit. Wir werden seinen Kopf lesen das Buch, trennen und ihn im Reich der Schatten verstecken. Okay, jetzt geht's. Psst. Ja, den Körper haben sie in den Shadow Realm da versteckt, ja. Sollen wir da noch reingehen oder sollen wir das dann in der nächsten Folge machen? Ach, komm schon her, komm drin. Schon her. Okay. Oh, du hast die Beschwörungsanimation nicht gesehen. Oh. Von dem geilen Portal. Ja, na, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, oder? Das Reich der Schatten. Ja. Mhm. Schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Mega geilen Portal da. Ja, schaut super aus. Das ist für die Auto, das muss super wirken. Und megamäßiger Cliffhanger, ob man jetzt wirklich wiederbeleben oder nicht. Oder vielleicht sogar schon instant gegen Belial kämpft, man weiß es ja alles nicht. So geil. Boah, wie episch das ausschaut. Ich da halber in dem Portal, nur meine Umrisse, die da irgendwie. Okay, jetzt sieht man gar nichts mehr. Die da rausleuchten. Geile der Scheiße. Bei dir muss das cool ausschauen mit den Tentakeln, stell dich mal rein. Ah, okay.
Steht der Fette davor. Ist da ein bisschen im Weg. Boah. Boah. Outro-Material. Da könnte man meinen Andaril ist wiedergeboren. Ja, schau, und schon die Giftzauber. Mein Flegel schaut übrigens ziemlich lustig aus, wenn ich mich so bewege. Wenn er so von mir weg... Ich würde mal dumm, ja. Das ist echt frech. Na gut. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.